Shalom Aleichem, Sefer Hasidim von Rabbi Judah Hasid aus Regensburg und auch im Speyer, Paragraph Tofresh 500. Tofresh. So wichtig. Es ist verboten zu klauen, absichtlich unter hinter den Rücken von Ayid und noch mehr wie von einem Goy. Warum? Weil bei einem Goy wird werden noch viel schlimmer wie bei Israel. Weil alle Juden werden beschämt und beschmutzt. Er wird nicht sagen, der hat mir begannet, der hat mir geklaut, sondern er wird gleich alle legen in demselben Kategorie, er wird alle legen in demselben Schuld, so wie man es sieht, praktisch, faktisch, realistisch in dieser Welt. Sagt er, das ist ganz, ganz schlimm und das wird genannt Chilul Hashem. Es ist eine Gottesblamage und wegen ein Sündiger werden viele andere leiden. Und wenn viele Juden haben gut gelebt, werden die anderen auch leiden davon. In jeder Sache vom Schuld gibt es Kapara. Aber der Oberpriester, wenn er sündigt, es ist sehr schwierig, weil er sollte vorbildlich sein für alle anderen. Aber wenn er hat sich beschämt, es ist doch seine Schuld. Also hier sieht man auch, dass auch der Kohen Gadol, immer der, der oben ist, muss vorbildlich sein für den anderen. Und man schaut ihm nach und wie ist im Niki, muss man sauber sein von Hashem und mit Israel. Also es gibt so manche Leute, die immer bringen verschiedene Zitate, die nicht stimmen über Juden. Und da seht ihr ein klares Zitat. Loi signe, es ist verboten zu klauen. Von einem Mann, von einer Frau, von einer Jid, von einer Goy, von einem Kleinen, von einer Witwe. Von allen Schwachstellen Menschen auch im Publikum. Und auch natürlich nicht vom Publikum. Sogar Schwarzfahren in U-Bahn ist verboten. Schkoyach.